Ich habe eben schon gesagt, den IS gibt es länger. Sie wussten längst von der großen Öffentlichkeit, ist er bekannt geworden im Juni 2014 und seither ist er wirklich überall in den Medien. Was genau ist da passiert im Juni, dass seither die Aufmerksamkeit sich so stark auf diesen IS jetzt richtet? Im Juni des letzten Jahres hat die Bewegung, die sich vorher Islamischer Staat im Irak und Großsyrien genannt hat, einen unwahrscheinlichen militärischen Geländegewinn verbuchen können. Und gerade dieser große Geländegewinn auf dem Territorium Iraks und Syriens und die dementsprechende Niederreißung der nationalstaatlichen Grenzen zwischen diesen beiden Staaten durch die Bewegung hat vor allem dazu beigetragen, dass der Islamische Staat, der dann im Juni selbst auch noch ein Kalifat ausgerufen hat, sich also nochmal mit einem höheren Titel selbst schmückte und selbst versucht hat aufzuwerten, auch im Gedächtnis der Weltöffentlichkeit oder ins Bewusstsein der Weltöffentlichkeit gerückt wurde. War das ein Fernsehauftritt oder wie muss man sich das vorstellen? Da ruft einer ein Kalifat aus. Was genau bedeutet das und wie haben die das inszeniert? Es wurde eigentlich sehr, sehr geschickt inszeniert. Der selbstproklamierte Kalif, wenn man es mal ganz simpel betrachten will, ist in Mosul in den ersten Tagen des Fastenmonats Ramadan im Jahr 2014 auf eine Kanzel gestiegen und hat sich dort selbst sozusagen oder hat die Entstehung dieses Kalifates dann öffentlich gemacht und hat auch von den dort anwesenden Muslimen einen Treueeid gefordert gegenüber ihm als Kalifen, für alle Muslime natürlich, aber sozusagen stellvertretend von den dort anwesenden Gläubigen den Treueeid gefordert und auch gleichzeitig das in die Welt hinaus proklamiert, dass ab jetzt auf dem Territorium dort ein islamischer Staat entstehe. Könnten Sie uns das noch ein bisschen erläutern? Kalif, was genau heißt das für die muslimische Community? Wann gab es den letzten und welcher Anspruch steckt dahinter dieses Mannes? Also nominell wurde das Kalifat 1924 abgeschafft mit dem Fall des Osmanischen Reiches und der jungtürkischen Revolution in der Türkei. Ja. Starb das Kalifat nominell aus. Der Titel besagt aus dem Arabischen übersetzt einfach Nachfolger des Propheten in diesem Fall. Also bezeichnet eine sowohl weltliche als auch geistliche Leitungsinstanz für alle Muslime. Dementsprechend ist also sowohl eine religiöse Ebene als eben auch eine politische Ebene damit angesprochen. Und wenn jemand heute auf dem Territorium eines souveränen Nationalstaates oder zweier souveräner Nationalstaaten ein Kalifat ausruft, dann bedeutet das quasi, man stellt die Existenzberechtigung dieser Staaten grundsätzlich in Frage. Also die politische und geistliche Leitung aller Muslime weltweit durch diesen Mann. Ist das der Anspruch? Ich leite jetzt euch geistlich, das heißt, ich gebe die Lehre vor und ich gebe auch sogleich die Politik vor. Und der eine Staat für die Muslime weltweit ist dieser und sonst keiner. Und Grenzen sind im Grunde gegenstandslos geworden. Grenzen sind irrelevant. Der Islamische Staat sagt ja auch von sich, dass er keine Grenzen hat, sondern eben nur Fronten. Ja. Und solange diese Fronten existieren, wird sozusagen das Verhältnis des Islamischen Staates zur Außenwelt immer ein Kampfverhältnis bleiben. Ja. Aber Sie haben damit recht, es ist sowohl eine dogmatische Ebene als eben auch eine politische Ebene. Und der Islamische Staat sagt auch von sich selbst auf einer religiösen Ebene, Muslime können nur ins Paradies einziehen, also ihre persönlichen Heilserwartungen erfüllt bekommen, wenn sie in diesem islamischen Staat leben. Ja. Überall anders ist es für Muslime nach der Auffassung des islamischen Staates nicht möglich, ins Paradies einzuziehen, denn sie leben unter einer heretischen Herrschaft, die also nicht von Gott gewollt ist.